24 alltägliche Dinge, die du anders machen solltest. Ich bin sehr, sehr gespannt, was für Dinge das sind und ob diese Lifehacks actually worth it sind. Let's go. Diese kleine Kunststofflamelle im Deckel von Plastikflaschen ist kein Überbleibsel der Produktion. Es dient als Siegel, um die Flasche sicher zu verschließen, sodass nichts ausläuft, wenn die Flasche auf dem Kopf steht. Außerdem bleiben dank des Scheibchens kohlensäurehaltige Welche Lamelle? Ist es diese kleine hier unten oder diese kleine Scheibe da? Tränke länger sprudelnd frisch. Ein quer über den Topf gelegter Holzlöffel verhindert, dass die... Das kenne ich, das weiß man, das lernt man in der Schule, dass das Wasser überläuft, weil, ich kann es erklären, ich habe das gelernt, ich habe das studiert, weil du machst den Holzlöffel drüber und das Holz nimmt irgendwie die Feuchtigkeit auf. Ich habe Physik studiert. Die Nudeln überkochen, kommen die Bläschen in Kontakt... Beste Frage, Digga. Wie findest du Tesla und welchen fährst du? Mit dem Löffel werden sie destabilisiert und laufen nicht über. Für den perfekten... Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Destabilisiert. Das wollte ich sagen. Im Smoothie füllst du am besten die Flüssigkeiten zuerst ein. Erst nach der Milch, dem Kokoswasser, Kaffee oder Joghurt sind die festen Zutaten an der Reihe. So kann das Rührwerk alles perfekt vermischen. Aber wieso? Ich meine, es kommt ja voll auf den Mixer drauf an. Also ich verstehe es, wenn du dann das Ganze umdrehst und dann unten die harten Sacken sind, I guess. Aber ich sehe den Punkt nicht genau, wieso das helfen soll. Wenn du ein Erdnussbutterglas erstmalig öffnest, sieht das alles ganz cremig und lecker aus. Aber schon am nächsten Tag schwimmt eine unappetitlich aussehende bräunlich-gelbe Suppe auf der Leckerei. Igitt! Das ist aufgetretenes Öl. Um das zu vermeiden, stellst du dein Glas einfach kopfüber in den Schrank. Öffnest du das Glas wieder, mischt sich der gesamte Inhalt erneut und dem Erdnussbuttergenuss steht nichts im Wege. Okay, okay. Aber das macht sie eigentlich nur, dass wenn du es umdrehst, dann geht das Öl an der Unterseite hoch und du siehst es einfach nicht. Man verschiebt das Problem an einen anderen Ort und das machen wir nicht im Leben. Wir wollen dem Problem in die Augen schauen und das Problem bekämpfen, weil es so wichtig ist im Leben, Chat. Wisst ihr, wie ich meine? Man kann es auch einfach umrühren. Five-Head, Digga. Das ist wie bei einem Joghurt, was manchmal oben bei so einem Joghurt auch so... Oben auf dem Joghurt hat es manchmal auch so ein bisschen Wasser drauf. Dann kannst du das Joghurt einfach umrühren und besser ist. Das Loch in der Nudelkelle dient nicht ausschließlich dafür, Wasser ablaufen zu lassen. Sondern auch zum eine Portion Spaghetti abzumessen. Es ist auch ein gutes Maß für die zu kochende Spaghetti-Menge. Durch das Loch passt genau eine Portion. Ja, ja. Den Knopf. Wer mag bitte Erdnussbutter? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute und berechtigte Frage, Sabrina. Ich sag's, wie es ist. Erdnussbutter, Nutella, Ofenmaltine, Crunchy Creme. An der Fußgängerampel zu drücken, lässt nicht zwangsläufig das grüne Männchen schneller erscheinen. Man kann diese Knöpfe in drei Kategorien unterteilen. Die erste muss gedrückt werden, die zweite funktioniert gar nicht und bei der dritten muss der Knopf gedrückt werden, um zu einer gewissen Tageszeit das grüne Licht zu aktivieren. Das kommt ganz darauf an, in welcher Stadt du bist, zu welcher Zeit und wo du dich im Ort aufhältst. Okay. Alufolie und Frischhaltefolie-Verpackungen verfügen über eine integrierte Hilfe, um die Rolle an Ort und Stelle zu halten. Man muss auf der Seite so reindrücken, aber wer das nicht weiß, ist ja auch Turbolost, holy shit. Auf jeder Seite befindet sich eine Papplasche, die eingedrückt als Riegel fungiert. Ja, okay, aber wenn du das nicht weißt, dann schaust du wahrscheinlich auch Mailol Geogesser Videos. Nee, Spaß, Grüße gehen raus an Mailo. Immer wieder auf die Schließtaste eines Aufzugs zu drücken, lässt die Türen auch nicht schneller schließen. Zumindest nicht in den USA. 1990 wurde ein Gesetz... Aber mehr Gewürz macht die Suppe doch auch besser, haben sie mal gesagt, oder? ...erlassen, nachdem Aufzüge sicherstellen müssen, dass auch behinderte Personen genügend Zeit haben, ihn zu betreten. Lediglich Nothelfer und das Wartungspersonal können diesen Mechanismus mit Hilfe eines Schlüssels oder einer Tastenkombination umgehen. Du schaltest deine Lieblingsfernsehserie ein, lässt dich auf dein Sofa sinken und reißt eine Chipstüte auf. Und jetzt musst du alle Chips vom Boden aufsammeln. Du hast die Tüte zu weit aufgerissen. Um zu verhindern, dass sie weiter aufreißt,
kannst du mit einem Eierstecher ein Loch genau ins Ende des Risses stechen. Die runde Form des Lochs verhindert weiteres Einreißen. Okay, das ist aber pfeifertiger. Das ist pfeifertiger. Du Saft oder Milch aus dem Tetrapack aus und liegt der Verschluss unten, fließt das Getränk ungleichmäßig und es spritzt mächtig. Drehe den Karton einfach um, sodass die Öffnung am oberen Ende liegt. Ja, okay, das weiß man, oder? Das weiß man, Chat. So kann die Luft freier einströmen und das Getränk. Aber trotzdem pfeifert. Getränk fließt ruhig aus der Packung. Dasselbe gilt bei Benzinkanister. Das ist eigentlich eine gute Frage. Was ist ein Eierstecher? Deine Freundin ist ein Eierstecher. Eierstecher. What the fuck? Habe ich noch nie gesehen, Digga, ein Eierstecher. Es hat so eine kleine runde Ablage, wo genau ein Tic-Tac drin Platz hat. Im Deckel der Packung befindet sich eine kleine Vertiefung, in die genau ein Tic-Tac passt. Drehe die Packung. Was für Eier du damit wohl stechen kannst. Auf den Kopf. Und im Deckel liegt genau eine Pille. Die Thermostateinstellung zu verändern, bringt in den meisten Bürogebäuden überhaupt nichts. Die Kontrollsysteme befinden sich in den Lüftungsschächten und nicht an der Wand. Diese Pseudothermostate vermitteln lediglich eine Illusion, die Temperatur beeinflussen zu können. Sie verändern. Ja, safe. Als ob die einfach in einem Hochhaus diese Dinger einbauen, nur dass die Leute psychologisch das Gefühl haben, es würde kälter werden, Digga. Das macht hier gar keinen Sinn. Die Temperatur um maximal ein. Ich glaube, aber das ist jetzt eine sehr, sehr kritische Aussage, Chat. Das ist eine sehr, sehr kritische Aussage. Ich glaube, die funktionieren einfach ganz normal. 1 oder 2 Grad, wenn sie überhaupt angeschlossen sind. Eine Anti-Haftbeschichtung auf der Pfanne macht die Reinigung zum Kinderspiel. Metallbesteck kann jedoch Kratzer in der Beschichtung hin. Das sagt meine Mutter immer. Nicht mit dem Messer in der Teflonpfanne. Sagt man auf Hochdeutsch auch Teflon? Teflonpfanne? Teflonpfanne? Eine Teflonpfanne ist für Mütter wie für Väter ein Rasenmäher. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr teuer und man darf das nicht kaputt machen. Nicht mit dem Messer in die Teflonpfanne, Digga. Hinterlassen und die Pfanne ruinieren. Benutze daher lieber Werkzeuge. Aber ich glaube, das weiß jedes Kind, weil die Mutter jedes Kind schon etwa 30 Mal zusammengeschissen hat, dass man das nicht machen darf. Digga, Mütter haben Tupperdosen und Teflonpfannen, Digga. Das sind wirklich die zwei Heiligtümer von Müttern. Wie oft hast du dir schon Essen in der Mikrowelle aufgewärmt, alles umgerührt und nochmal erwärmt, weil die Speise am Rand zwar heiß, in der Mitte aber noch eiskalt ist? Das kannst du dir in Zukunft sparen. Schaffe in der Mitte des Tellers einen Freiraum und verteile das Essen zum Rand hin, bevor du es in die Mikrowelle schiebst. Sie erwärmt Lebensmittel von außen nach innen. Logischerweise erwärmt sich die Mitte daher am langsamsten. Und noch ein... Liegt es nicht oft auch daran, dass wenn es kein Wasser hat, dann wird es nicht warm, weil in der Mikrowelle brauchst du wie Wasser, dass es warm wird? I guess. Vielleicht, aber auch absolut nicht. Ein Mikrowellentrick. Du kannst sie stumm schalten. Sieh dich zunächst nach einer Stummtaste um. Wenn du keine findest, versuche einmal 1, 0, Stopp oder Abbrechen zu drücken und gedrückt zu halten. Also dass das Ding nicht mehr angeht, I guess. Entweder schaltest du dadurch das Piepen ab oder die Tastensperre ein. Ein Schongarer funktioniert in... Ach so, das Piepen, weil die Glocke, die ist ja immer mit dem Öffnen verbunden. So mechanisch, das kann man ja gar nicht ausschalten. Dem er die... Aber wieso sollte man das ausschalten, Digga? Ja, ich habe die Mikrowelle in meinem Bett und ich will schlafen. Die Hitze im Inneren hält und die Nahrung langsam gart. Den Deckel anzuheben, um den Fortschritt zu begutachten, ist daher kontraproduktiv. Die Hitze... Deshalb installiere einfach eine GoPro-Kamera mit einer WLAN-Verbindung in deinem Steamer. Entweicht und der Kochvorgang dauert nur noch länger. Diese kleine Tasche an deiner Jeans dient ursprünglich nicht dazu, Kleingeld zu verstauen. Sondern Taschenuhren. Sind es Taschenuhren, Chat? Aber ich bin mir nicht sicher. Sie wurde in den 1890ern für Taschenuhren entwickelt. Wichtig, muss man wissen, ist Allgemeinbildung, falls eines Tages diese Frage irgendwo kommt. Entwickelt. Rings um diese Taschen befinden sich Nieten. Sie verstärken die besonders strapazierten Nähte der Jeans. Dein Geschirr vorzu... Ja, da sind Nieten. Und wenn ich in meinen Chat gucke, dann sind da auch sehr, sehr viele Nieten. Spaß, ich liebe euch. Spülen, ehe du es in die Spülmaschine stellst, könnte zwecklos sein. Die meisten modernen Spülmaschinen haben Sensoren, die den Verschmutzungsgrad des Geschirrs bestimmen und die Wassermenge anpassen. Kratze einfach nur Lebensmittelreste herunter und schichte alles ordentlich in die Maschine. Deckenventilatoren sind nicht nur an heißen Tagen nützlich.
Mit Hilfe eines Schalters kannst du die Drehrichtung verändern. Im Sommer läuft der Ventilator gegen den Uhrzeigersinn und zieht kühle Luft nach oben, während er im Winter im Uhrzeigersinn läuft und warme Luft nach unten. Okay, das wusste ich nicht. Das ist crazy, Digga. Wusstet ihr das, Chat? Drückt. Metallreißverschlüsse haben einen verborgenen Sperrmechanismus. Klappe den Zipper nach unten und drücke ihn fest. Schon ist er fixiert. Zahnstocher verfügen über eine integrierte Ablage, dass du sie nicht auf den Tisch legen musst. Brich einfach das obere Ende ab, lege es auf den Tisch und platziere den Zahnstocher in der Rille. Oha, das ist aber Fivehead. Mein Problem ist nur, ich habe noch nie Zahnstocher gesehen mit einer Rille. Aber du kannst ja auch einen normalen Abrechnung drauflegen. Die Rille braucht es nicht unbedingt, I guess. Dasselbe. Aber ist ein nicer Lifehack. Müsste man aber auch Zahnstocher gebrauchen im Alltag, um diesen Lifehack anzuwenden. Braucht ihr Zahnstocher, Chat? Ja. Aber braucht ihr so Zahnstocher so täglich? Ich habe wirklich, glaube ich, Zahnstocher. Ich weiß nicht, wie oft ich Zahnstocher wirklich schon für deren Zweck gebraucht habe. Ich habe die mehr gebraucht in der Schule, um irgendwie aus einer Orange eine Kuh zu bauen, Digga. Elbe funktioniert mit Einweg-Essstäbchen. Aber jeder Mann hat auch einen Zahnstocher. An sich. Brich das obere Ende ab, bevor du sie auseinander nimmst. Ja, ich glaube wirklich, Zahnstocher wird, glaube ich, mehr gebraucht, um zu basteln, als um in den Zähnen zu stochern. Getränkedose hat eine Lasche, mit der man... Ja, habe immer Zahnstocher mit Geschmack bei... Oh mein Gott, Digga. Da ist aber wirklich Bassbude. Allen Respekt, aber nee, Digga. ...man die Dose bequem öffnen kann. Diese Laschen haben ein relativ großes Loch. Es hilft dir zwar auch, deinen Finger leichter unter die Lasche zu kriegen, aber eigentlich ist es eine Strohhalmhalterung. Drehe die Lasche über die Öffnung und stecke den Strohhalm hindurch, um ihn zu fixieren. Ja, aber das Problem ist, niemand benutzt es. Du kannst den Strohhalm auch wirklich einfach so in die Dose reintun. So einen Mehrwert bringt jetzt dieses Loch nicht, I guess. Diese kleinen Dellen auf einem Golfball... Die sind für die Aerodynamik vom Ball irgendwie, dass er Auftrieb bekommt oder irgendwie sowas? Erzeugen zusätzlichen Auftrieb und reduzieren den Luftwiderstand. Ja. Der Ball fliegt dank ihnen also weiter. Die Dellen sind entweder rund oder sechseckig, wodurch minimale Unterschiede im Flugverhalten entstehen. Manche Stifte haben Kappen mit einem Loch. Sie dienen der Sicherheit. Wenn jemand eine Kappe beim darauf herumkauen versehentlich verschluckt, kann er durch das Loch atmen. Oha. Das ist Fivehead. Wenn du ein Getränk zum Mitnehmen bestellst, bekommst du normalerweise einen Deckel dazu. Im Auto oder beim Gehen verhindert er, dass alles überschwappt. Aber er eignet sich auch ganz wunderbar als Untersetzer. Drehe den Deckel einfach um und lege ihn unter deinen Becher. Wenn du Milch lieber in Plastikflaschen kaufst, hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum sie diese großen Kreise an den Seiten hat. Diese Rillen. Wieso hat eine Milchflasche diese Rillen? Lass mal... Ich weiß es nicht. Ich nehme mal an, dass es irgendetwas mit der Milch zu tun hat, dass die Milch irgendwie physikalisch besser länger hält. I don't know. Sie absorbieren den Stoß, wenn du den Behälter fallen lässt. Außerdem Also so wie eine Feder halt, ne? Wie eine Feder. Sie zusätzlichen Raum, falls sich der Inhalt ausdehnt. So siehst du, ob die Milch schlecht geworden ist, ohne sie probieren zu müssen. Ey, Digga, ist so krass, ne? Dass Leute sich bei Produkten wirklich etwas überlegt haben. Das ist crazy. Damenblusen haben die Knöpfe meist links, obwohl die meisten Menschen Rechtshänder sind. Wäre es dann nicht sinnvoller, die Knöpfe auf der anderen Seite anzubringen? Doch vor 100 Jahren hatten nur reiche Frauen Blusen mit Knöpfen. Und reiche Frauen sind, wie man weiß, immer Linkshänder. Sie hatten Zofen, von denen sie sich... Es gibt Leute, die nachdenken, crazy. ...sich einkleiden ließen. Die Knöpfe waren links, sodass sie für die gegenüberstehende Zofe auf der rechten Seite waren. Crazy. Nices Video. Kuss geht raus. My heart went. My heart just got stuck.